Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft. Und wir schreiben Sonntag, den 11. April. Ich wünsche dir ja einen angenehmen ja, Tag. Was auch sonst. Gut. Apropos Tag, es wird Nacht, also von dem her wunderbar. Gutes Timing hier. Letztes Mal haben wir hier ein bisschen weitergebaut und haben sogar was ganz, ganz Schönes entdeckt. Und zwar hier hinten, unten. Und zwar die Höhle. Und jetzt ist es so, das erste, was wir gesehen haben in der Höhle, ist natürlich ein Kamerad namens Skeleton. Und jetzt haben wir ein bisschen das Problem. Wir haben weder Eisen noch sonst irgendwas, um eine Rüstung zu machen. Das ist jetzt gerade nicht ganz so einfach. Das würde bedeuten, wir haben ja keinen Schutz, um da irgendwie runterzugehen. Wir haben ja ein paar Stone Pickaxes etc. Das ist eigentlich alles gut, aber so effektiv auf den Weg machen nach unten können wir uns noch nicht. Obwohl es da unten wahrscheinlich effektiv dann auch Dinge geben würde, die wir brauchen, wie zum Beispiel Eisen, wie andere Materialien etc. Und ich bin mir jetzt gerade am überlegen, wie wir das lösen, das Ganze, damit wir da etwas haben davon. Und haben noch nicht wirklich einen Plan. Deswegen machen wir jetzt hier mal einfach alles leer. Ich brauche sicher ein Steinschwert. Das ist definitiv so. Und weil Stein ja so speziell stabil ist, machen wir zwei. Komm. Das Holzschwert weiß das auch nicht. Wo tun wir das denn jetzt hier? So. Ja, komm. Warum nicht? Das ist eine gute Idee hier. Wir brauchen Fackeln. Jetzt habe ich hier ein bisschen wenig Stickies hier. Lass uns mal gucken, was für Holz, das wir hier nehmen könnten. Oak Logs, das ist auch nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach, dass wir ein bisschen mehr Stickies haben. So. Wir nehmen alle mit. Das ist gut, dann kann man nämlich hier schon mal noch vorbereitend ein paar Fackeln machen. So, Erde haben wir mit, das haben wir mit. Können wir uns im Notfall noch was Schönes zusammenbasteln. Aber jetzt eben, das mit der Schutzgeschichte, das ist natürlich ein bisschen blöd. Bronze, Peridot. Wir schauen mal nach Chestplate. Oh, schlafen müssen wir vielleicht. Nicht, dass wir am Ende des Tages da unten sind und oben fliegen die Dinger rum. Wie hießen die schon wieder? Die. Nicht die Zombies, die. Oh, Phantome, genau. Jetzt. Heute ist alles ein bisschen schwierig. Crystallite Chestplate. Oh, die sieht aber auch geil aus. Was ist das bitte? Better End. Infusion Pedestal? Was zur Hölle ist das? Terminit. Schaut euch das mal an hier. Krass. Gut, aber für uns unerreichbar. Modular Chestplate, das wäre zum Aufladen. Bronze, Kupfer, Silber, Stahl, Zinn. Das ist alles so ein bisschen mehr. Glitch. Glitch Chestplate. Aha, aha, aha. Chain Plating. Ist auch geil. Da ja aber geil.
Nitrit, klar, Diamant, Eisen. Ach, das ist einfach alles Zeug, was wir überhaupt nicht haben. Das ist schon ein bisschen beschissen. Jetzt, was wir natürlich machen könnten, ist, dass wir sagen, okay, wir schauen mal auf die Map und würden vielleicht hier rüber gehen zum Meteoriten. Da hatten wir vielleicht am ehesten die Chance, dass wir was finden in Sachen Ausrüstung. Das ist das Problem einfach. Der Tag wird nicht allzu lang sein. Vielleicht nehmen wir das Bett mit, dass wir schlafen können. Dachte ich mir jetzt gerade so. Weil es ist schon schwierig, wenn wir einfach ja noch keine Materialien haben so. Aber lass uns mal gucken gehen. Lass uns mal kurz zum Meteoriten gehen. Gut, hier dann dem Ding entlang. Einmal rundherum. Ist ja logisch. Ach, Mensch. Hier ist wirklich viele von den Beeren. Die können wir dann alle mal abpflücken. Und bei uns wieder hinsetzen. Wir haben rote und blaue Beeren zu Hause. Das ist immer gut. Das macht Sinn. So, und jetzt hier hinten müsste irgendwo der Meteorit kommen, gemäß Karte. Ich habe die Hoffnung, dass halt wirklich da vielleicht ein bisschen Eisen rumliegt oder sonst irgendwas. Von der Öffentlichkeit. Zertus sehe ich schon. Gehen wir mal runter und gucken. Sieht hier Zertus Quarz, Kohlehammer, Eisen. Sehr schön. War eine gute Idee demnach. Ne? Zinn, Eisen, alles hat's hier. Oh, sag mal, war Schwein. Kupfer, Eisen, nice. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns hier einfach mal eine kleine Rüstung zusammen. Sehr schön. Galena-Ohr haben wir natürlich auch gleich. Galena-Ohr kann ich nicht mit der normalen Steinspitzhacke abbauen. Wusste ich so auch noch nicht. Aber gut. Silber, demnach auch nicht. Ne, gut, machen wir auch nicht. Gut, Silber, lassen wir demnach auch sein. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Skeleton gehört. Was Silber macht hier draußen. Ich hoffe, er schmilzt vor sich hin in der Sonne. Ja, das ist Ignite, das ist okay, kann man lassen. Ein großer Sapling. Was war denn das hier? Interessant. Hier haben wir Kohle.
natürlich auch mit. Und ich denke, es ist ganz, ganz eine gute Überlegung gewesen, dass wir das Bett mitgenommen haben. Weil so können wir uns hier wirklich ein bisschen die Zeit lassen und alles abbauen, was wir brauchen und wollen. Auch der Potash. Das ist nicht das Wichtigste. Ich meine, da kann man nichts wirklich Schlaues draus machen, außer Dünger später. LED, kann ich LED abbauen? Nee, ich glaube nicht. Gut. Also, wir nehmen nur Eisen mit. Freeze, immer schön. Jetzt kommt der Händler wieder, echt. Sehr gut. Zinn. Geil, Zinn kann ich abbauen. Das ist auch sehr schön. Das ist praktisch. Ah, hier noch ein bisschen Kohle. Galena, lass er stecken. Immer noch. Appetitor. Appetitor. Entschuldigung. Muss mal wieder lustig sein. Gut. Oh, und hier noch Kupfer. Sehr schön. Also das ist schon noch eine praktische Geschichte mit den Meteoriten. Finde ich. Gerade so. Haben wir wenigstens so ein bisschen mal die ersten Grundmaterialien für so ein bisschen Rüstungsdinge. Und 4 Kohle grad. Nice. Zinn. Wunderbar. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Schön. Alles klar. Ja, das lohnt sich doch wirklich hier. Lass mal gucken. Können wir hier noch ein bisschen abbauen. Und schlafen. Sicher ist sicher. Sehr schön. Einfach erstmal Kohle zinnen. Und Eisen. Ich denke, da können wir uns am Ende des Tages wirklich eine schöne kleine Rüstung machen. Und dann sind wir auch in der Lage, effektiv da vielleicht einen Stock tiefer zu gehen in Richtung Höhle. Aber ist das auch noch was Sinn? Silber? Nee.
alles genau angucken. Zettelsquasse haben wir jetzt doch schon einige, hä? Wie schaut es hier sonst noch aus? Ist der Potosch? Potosch? LED. Zinn. Antimoni, irgendwas war das noch? Interessant. Wirklich interessant hier. Dann müssen wir mal für ganz kurz was essen. Echt gut. Echt gut hier. Nee, selber lass mal. Dann hier unten noch ein bisschen. Bauxit, kann man das... Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. So ehrlich, haben wir noch nie gebraucht. Nee, das wird nicht klappen. Dann nehmen wir noch eine mit hier. Kupfer. Appetitohr. Müssen wir nachher mal gucken, nehme ich Wunder. Vielleicht kann ich mit dem sogar was Schönes machen. Je nach Zinn. Hier schön ist eine große Hülle. Oh. Immer alles mitkommen. Lohnt sich immer. Müssen wir aufpassen. Wie gesagt, wir sind immer noch absolut schutzlos. Jetzt komme ich hier auch nicht viel weiter rein als das, was ich jetzt mache.
Komme ich sowieso nochmal hier vorbei. Ich bin einfach sehr vorsichtig. Gut, was haben wir dann noch? Das ist wieder Bauxit. Ich glaube, so ein bisschen das Wichtigste haben wir jetzt. Zeig mal, was haben wir gefunden? 16, 3, 35 Kupfer, 23. Ja, aber das ist gar nicht schlecht. Da kann man schon viel machen. Ich denke, da kann man schon einiges machen jetzt. Außer, wir wollen wirklich nochmal runter und gucken und mutig sein. Hat sich ein bisschen gelohnt schon. Aber ihr merkt, ich bin noch mit gewisser Vorsicht unterwegs. Oh nee, das ist okay jetzt. Ich bin eh quasi schon voll. Ja, das ist gut. Tageslicht haben wir auch noch. Lass uns hier nicht übertreiben und gierig sein. Die Gier bringt einem nicht weiter. Dann können wir immerhin nach oben, damit wir morgen früh direkt nach Hause laufen können. Ich denke, das ist auch das, was wir heute in der Folge noch machen. Aber ist geil, was das da oben war. Das finden wir dann auch raus, wenn wir mit der Diamond Pickaxe vorbeikommen, um dann die Skystones zu holen. Die sich hier irgendwo in der Mitte verbergen. Sieht aus wie irgendwie so ein Wüstenhaus. Sehr schön. Gut. Das Kühe, auch interessant. Ich wollte jetzt mal hier durchgehen kurz. Kühe. Schön. Oh, wo waren die? Oh, nee. Das ist nicht gut.
Ja, es ist auch, was das hier ist. Oh. Oh, wie geil ist das denn? Nehmen wir mit. Was habe ich denn jetzt hier für ein Riesenglück? Was haben wir noch? Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Was lassen wir hier? Die Cobbles? Hier die Erde. Da kamen sie, die Pillagers. Was haben wir da gefunden? Das müssen wir jetzt gleich mal gucken gehen. So eine speziellen Dinge auf der Karte müssen wir effektiv immer angucken gehen. Grundlegend Curse of Decay. Na, wie ist denn das? Unbreaking 1. Wow. Das ist aber schon super. Was haben wir denn? Eine schicke Hose haben wir bekommen. Eine ganz schicke Hose haben wir bekommen. Hier läuft es auch. Das ist super. Entschuldigung, da bin ich wieder. Alles klar, also lass mal gucken. Ah, das Bett machen wir wieder hin. Wunderbar. Oh mein Gott, was haben wir denn jetzt hier gefunden? Haben wir Lebensmittel, haben wir da. Das ist eigentlich beides so ein bisschen Dünger. Ey, echt. Was haben wir für ein Glück? Dann hier Flint and Stone haben wir. Das ist geil. Wir haben vier. Wie heißt es denn? Ach Mensch, ich bin kaputt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vier Eisenbahnen, 13 Nuggets, 2 Gold Nuggets, Iron Ore 23, Silber, Zinn, nicht Silber, Kupfer, Bauxit, Obsidian haben wir gefunden, Appetit haben wir gefunden. Kryptosis, das ist auch irgend so ein Düngemittel demnach, hä? Habe ich jetzt gerade geschnallt? Zertusquarz haben wir schon 28, das ist geil. Ich nehme das mal mit, das tun wir zu den Pflanzendinger rüber, das würde heißen hier. Red Oak Sapling, Wintersukkulente, das ist geil. Antimony Ore, was ist das schon wieder?
gut, auch nicht schlecht auf jeden Fall. Dann machen wir hier mal. Lassen wir das mal durchbraten bis nächstes Mal, das ist super. Hat sich aber durchaus gelohnt hier, der kleine Ausflug. Muss ich sagen. Hier nehmen wir 9 von dem mit. Oh, schon 5. Dann Chestplate. Ich bin jetzt wunder. Dann lasse ich euch auch schon in den Sonntag. Iron Chestplate 6 auf 240. Was hatten wir noch? Zinn. Es ist nicht gerade so viel besser. Kupfer 5. Nee, ich glaube schon Eisen ist das, was wir uns antun werden. Das heißt, was wir hier so haben. Einen Helm haben wir immerhin geschenkt bekommen, quasi. Das wird besser. 9, super. Das heißt, komm, zack. Sollen wir noch Booties haben? Und was wir auch noch haben müssen ist quasi das Schwert hier so. Sehr gut. Ja, perfekt. Aber ich denke. Komm, gehen wir noch ein, da können wir Booties machen. Zack, zack. So und so. Sehr schön. Wir sind amorisiert. Das heißt, wir haben Schutz jetzt. Sehr schön. Haben einiges erlebt heute. Kleines Abenteuer am Meteoriten. Ja, und dann würde ich das sagen, machen wir morgen weiter. Und ich kümmere mich mal um meine Nase und wünsche hier einen super guten Sonntag. Und wie immer, abonnieren, liken, kommentieren natürlich auch. Ich freue mich auf dich. Bis morgen, dein Kuhmann, und genieß den schönen Tag. Tschüss.